Wir haben nun unser Thema festgelegt, Suchstrategien für die verschiedenen Datenbanken entwickelt, das Review-Protokoll registriert, die Recherchen durchgeführt und die für unsere Fragestellung relevanten Artikel zusammengetragen. Als nächstes geht es an die Extraktion der gewünschten Daten aus diesen Artikeln und die Qualitätsbeurteilung der in unser Review eingeschlossenen Studien. Die Datenextraktion sollte wieder unabhängig von zwei verschiedenen Personen vorgenommen werden. Dazu wird erst ein Formular entwickelt und getestet. Zum Beispiel können die beiden Personen erst nur ein paar Artikel bearbeiten und vergleichen, wie sie bei der Bearbeitung vorgegangen sind. Danach folgen die restlichen Artikel, aus welchen wiederum beide Daten extrahieren und vergleichen. Ein einfaches Formular kann etwa so ausschauen. In der linken Spalte habe ich alle Studien aufgeführt, für die ich Daten extrahieren möchte. Nun gehe ich ins jeweilige PDF und suche mir die entsprechenden Daten heraus. Bei der ersten Studie handelt es sich um einen Single-Blind RCT. Die Stichprobengröße waren 30 Personen in der Interventions- und 30 in der Kontrollgruppe. Nun möchte ich die Studienpopulation noch näher charakterisieren. Hier würde ich im Resultatteil eigentlich eine Tabelle erwarten, in der die beiden Gruppen näher beschrieben sind. Das fehlt nun hier und daher muss ich die Information aus dem Methodenteil nehmen. Weiter suche ich heraus, welche Intervention und welche Kontrollbehandlung verwendet wurde. Hier handelt es sich um Ohrakupunktur an 4 verschiedenen Punkten im Ohr. Die Behandlungsdauer war jeweils 20 Minuten. Die Endpunkte sehe ich hier. Es handelt sich um eine Veränderung im Gewicht, Veränderung im BMI und Veränderung im Taillenumfang. Die Veränderung im Gewicht sowie die Veränderung im BMI waren nicht signifikant. Das sieht man an dem P-Wert, der größer ist als 0,05. Eine signifikante Veränderung ergab sich beim Taillenumfang. Nun gehe ich eine Studie nach der anderen durch und schreibe mir die entsprechenden Informationen heraus. Außerdem muss man beurteilen, wie gut die Studien durchgeführt wurden bzw. wie gut die Durchführung beschrieben wurde, um einen Anhaltspunkt dafür zu haben, wie vertrauenswürdig deren Ergebnisse sind. Dazu gibt es verschiedene Tools, zum Beispiel das Risk of Bias Tool in Randomized Trials, ROB2, das für unsere Fragestellung gut passt. Ich gehe hier jeweils zur neuesten Version und dann zur Zusammenfassung. Hier gibt es als erstes ein paar Informationen zum Studiendesign und dann geht man Frage für Frage durch und beurteilt, ob es ein geringes, mittleres oder hohes Risiko für einen Bias gibt. Eine Möglichkeit, mit diesen Ergebnissen weiterzuarbeiten, ist auch zu schauen, ob Studien höherer Qualität andere Ergebnisse liefern als solche tieferer Qualität. Ist die Zusammenstellung der Ergebnisse komplett, so kann man den Methoden- und Resultatteil des Reviews schreiben. Das mache ich jeweils vor der Einleitung und vor der Diskussion. Habt ihr Fragen zum Vorgehen? Dann schreibt sie doch unten in die Kommentare. Viel Erfolg bei eurem systematischen Literaturreview und bis zum nächsten Video.